Hallöchen, Sims-Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Die Sims 4. Joe liegt gerade im Bett, aber ich glaube, den werden wir langsam mal aufscheuchen müssen, denn er muss ganz dringend Pipi machen. Na los, Junge, beweg dich! Deine Energieleiste ist ja schon relativ gut gefüllt. Schnell, sonst geschieht ein Missgeschick. Ich meine, ein Unfall. Und dann kochen wir gleich mal noch eine Kleinigkeit zum Frühstück. Tortillas mit Soße hatten wir schon lange nicht mehr. Ich hoffe, dafür musst du nicht wieder die ganze Küche abfackeln. Das wäre uns nur recht. Junge, wie lange hockst du nur auf dem Pott? Wir müssen heute noch zur Arbeit. Und wir müssen auch unsere Programmierfähigkeit verbessern. Ja. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Weißt du was? Du isst während der Arbeit etwas. Du tust jetzt noch ein wenig was programmieren. Weil das erscheint mir jetzt gerade ein wenig wichtiger. Oh, du brauchst auch noch eine ganze Menge dazu. Ich glaube, das schaffst du vor der Arbeit nicht mehr. Vielleicht hätte ich dich doch noch einen Snack snacken lassen sollen. Ja, zocken wir mir gerade auch lieber, aber zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nein. Oh wei, oh wei, oh wei. Dass der Junge ständig irgendwelche Selbstgespräche verwickelt ist, das hält irgendwie nur auf. Nee, schafft man nicht mehr. Schade eigentlich. Ja, red nicht mit dem Computer. Mit wem redest du überhaupt? Mit dir selbst, okay? Du solltest aufhören, mit dir zu sinnieren, solltest mehr arbeiten, verstehst du? Wir wollen uns ja schließlich irgendwann mal eine Villa kaufen und so. Jetzt musst du zur Arbeit, mein Freund. Na los, Abflug. Vielleicht wirst du ja für das Plugin belohnt. Und da rennt die Zeit dahin. Oh, Tapetenwechsel. Joe ist ein Profi im Schreiben von Codes. Als er plötzlich eine Arbeit zugeteilt bekommt, von der er keine Ahnung hat, bittet er um eine Schulung oder liest er das Buch, das er bekommen hat, und improvisiert. Wir improvisieren einfach mal. Was soll da denn schon passieren? Sind wir gleich mal direkt konzentriert? Joe stürzt sich in die Arbeit. Klar, es kann Tage oder Wochen dauern, bis er fertig ist. Aber die Managerin lobt seine Initiative und verspricht ihm, keine Zusatzaufgaben aufzubürden. Jawohl. Leistungsverbesserung mittelgroß. Ja, wenigstens haben wir gut verdient. Hast du in während der Arbeit gegessen? Junge, du musst mal Brotzeit machen und so. Kocht dir doch einfach mal. Fischtacos, ja, Fischtacos. Ich so Und Ende? dann zocken wir noch was. Keine Sorge, wir zocken bestimmt noch was. Blickblock hast du schon lange nicht mehr gespielt. Und wie immer heißt es Vorsicht auf die Finger. Die wollen wir schließlich nicht mitessen. Ich frage mich, wo die ganze Zeit die ganze Ware hin verschwindet. Wenn der wenigstens eine Schüssel daneben stellen würde, wo das alles reinkommt, aber naja. Wo ist kaum drin und schon gar? Also der Farbe nach zu urteilen, würde ich behaupten, es ist gar. Sag ich doch. Ja, es sieht auf jeden Fall lecker aus. Da hätte ich gerne was ab. Und nein, bitte keine Selbstgespräche beim Essen. Dafür hast du keine Zeit. Aber wie er immer so guckt beim Essen. Vielleicht ist mir jetzt keiner weg. Junge, beruhig dich. Kein Stress. Erstmal essen. Ja.
Machst du fein. Noch einen für Mama. Na komm. Einen für Papa. Für Papa magst du nicht. Wie schaut's aus für mit Tante Hilde? Ja, das magst du wieder. Okay, du willst eher einen Hamburger. Hm. Vielleicht fahren wir später noch zu Meckes, wer weiß das schon, aber erst isst du deinen Fischtacos auf. So ist brav. Fein. Fein hast du das gemacht. Fein. Aber jetzt ab an den Computer, jetzt wird erstmal gezockt. Und wenn du damit mal fertig bist, dann räumst du mal das ganze Klump da auf. Dann müssen wir dich direkt mal aufs Klo schicken, nicht dass du es vergisst. Naja, ich wollte noch was mit dir unternehmen, Junge, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Wie, das Ding ist fertig? Wie denn das? Ich glaube, das tun wir jetzt einfach nur Rahmen an die Wand hängen, weil ein bescheuerter Name fällt mir dafür leider nicht ein im Moment. Schon wieder Game Over? Oh, das sieht richtig gut aus. Oh, das ist das. Doch, doch, das sieht nach einem neuen Highscore aus, oder? Ja, das sind Blöcke. Das ist schon richtig erkannt. Aber wie dicht der vom Monitor hängt, ne? Ich glaube, langsam wird es Zeit, dass wir dir ein neues Gerät kaufen. Nee, nee, die Taste gehört nicht zum Spiel, keine Sorge. Die brauchst du nicht drücken. Yay, Levelaufstieg. Wenn du damit fertig bist, dann programmierst du noch das. Tust du noch ein bisschen programmieren üben. Damit wir morgen eventuell befördert werden können. Ach, du wirst morgen befördert, okay. Tagesaufgabe, Computernutzung, 50% erledigt. Okay. Cool. Also muss ich dich eigentlich nur vor den Computer hocken, dann erledigst du deine Tagesaufgabe von alleine. Okay, genug gezockt. Hast du noch Pipi? Und dann programmierst du bitte noch ein wenig. Du willst ja schließlich irgendwann das Programmierer-Obergenie werden. Genau, so ist richtig. Nimm alles Mögliche mit. Ich frage mich, wo du die Tasse hier hast. Da ist schließlich keine auf dem Tisch. Und ja, ich weiß, eine Spülmaschine, das würde uns den Tag sowas von erleichtern. Oh ja, das tut gut. Aber irgendwann musst du wieder wie ein Champion pinkeln, Junge. Hast du mich verstanden? Oh Mann, wie lange hockt denn der bitte schon auf dem Pott? Das ist ja unnormal. Oder liegt es an den Fischtacos, die du gegessen hast? Egal. Wenigstens wäscht er sich nach dem Toilettengang die Hände. Ist heutzutage ja auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Finde ich gut. Und so lange wird das jetzt nicht mehr dauern. Wenn du das hast, dann darfst du wohlverdient schlafen gehen. Schauen wir dir mal über die Schulter. Und dann sehen wir mal, wo du dich vertippst. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Ja, gut. Das macht dir Spaß, ne? Nee, doch nicht. Junge, jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist fast geschafft. Wir hätten vielleicht doch Verbrecher werden sollen, ne? Hättest du mehr Spaß bei. Aber programmieren ist doch voll dein Ding und so. Na komm, noch 10 Minuten, dann bist du durch. Leute, aber mal ernsthaft. Es würde so schnell. Also es würde so viel einfacher gehen, wenn er nicht ständig nebenbei seine
Wie sagt man da so schön? Also wenn er seine Momente nicht dazwischen hätte, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf. Diese Selbstgespräche, dieses alles, was ihn von der Arbeit ablenkt, ne? Ja, das ist geschafft, du darfst gleich ins Bett. Na komm. Yes, und ab ins Bett, Junge. Schon wieder verdammt spät. Jibsi, für dich. Ja, ab ins Bett. Keine Widerrede. Nee, nee, nee. Wie ein kleines Kind. Ständig muss ich dich ins Bett schicken, sonst hockst du wieder die ganze Nacht vom Computer. Und dann stimmt deine gesamte Leistung während der Arbeit nicht. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis bei uns eingebrochen wird. Ich habe ja diese Alarmanlage nicht. Falls es die überhaupt gibt. Du hast 24 Stunden, um deine Rechnungen zu bezahlen, bevor dein Strom abgestellt wird. What? Rechnung? 393 Strom? Sind die bescheuert? Wer soll das bitte schon bezahlen? So viel verdienen wir nicht mal an einem Tag. Hallo? Geht's noch? Nee, Junge, heute tust du mal wieder einen Snack essen, weil geht nicht anders. Cerealien, die hattest du schon ewig nicht mehr. Wie lange dauert's denn bei dir noch, bis du älter wirst? 10 Tage, ja. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen, unsere ganzen Ziele abzuschließen. Dann können wir uns dem Erwachsenenzeug widmen, ne? Iss deine Cerealien. Braver Junge. Mampf, 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 Mampf. Und dann musst du hin und wieder auch mal duschen. Müssen wir heute arbeiten? Jo, aber die Beförderung ist uns so gut wie sicher. Damit können wir vielleicht den Strom finanzieren. Und wenn du es vor der Arbeit noch schaffst, mit dem Duschen fertig zu werden, dann kannst du ein Pop-Art-Gemälde für einen Hunni malen. Naja, Flügel. Naja. Joe muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Danke für den Hinweis. Ich wollte es gerade wegklicken. Böses Pop-up. Ja, komm, mit der Hygiene kann man es auch übertreiben. Hauptsache, du bist halbwegs glücklich, das reicht mir schon. Oh, vielleicht solltest du vor der Arbeit noch Pipi machen gehen. Weißt du, wie ich dich kenne, gehst du während der Arbeit nicht. Vielleicht hätten wir eine inspirierende Dusche nehmen sollen, ja. Dann wäre dir das Bild vielleicht nicht so weiß. Und jetzt beginnt wieder das große Bilderraten. Was wird es? Ich würde mal sagen, das da oben. Nein, das ist eine Blase. Eine Denkblase. Nein, ein Baum ist es nicht. Da ist ein Boot. Das ist das Wasser. Das ist irgendein lilanes Eiland. Da unten ist einfach nur gekritzelt. Das ist ein Flugzeug. Ja, doch, das könnte Pearl Harbor werden. Joe, was sagst du dazu? Ist es Pearl Harbor? Nein? Aber jetzt redet er Japanisch oder bilde ich es mir nur ein? Aber an dir ist ein echter Picasso verloren gegangen. Denn ich weiß immer noch nicht, was es ist. Zum Schluss ist das hier irgend so ein Käfer. Oh, zur Arbeit gehen. Das wird zum Schluss irgendwann ein Käfer, das ist der Kopf. Also ein Pokémon könnte es werden, ja. Ich weiß zwar noch nicht welches, aber ja. Das da oben könnte vielleicht auch ein Footballspieler sein in einer Action-Attacke, also in einer Action-Sequenz. Schwierig, schwierig. Wait. Joe bemerkt, dass sein neuer Kollege einen fetten Bug verursacht hat. Sagt er dem Produzenten Bescheid oder hält er den Mund und versucht, den Fehler zu beheben? Wir sind böse. Wir tun den Kollegen mal anschwätzen. Wir tun mal wirklich etwas, was zu unserer Gesinnung passt. Lieb und nett ist ja schön, aber wir spielen jetzt mal so, wie unser Joe so eingestellt ist als Bösewicht.
Oh, beschämt. Lob erntet man hier selten, aber Joe hat jetzt einen Stein im Brett, vor allem bei seinen Produzenten. Der Kollege beschwert sich jedoch lauthals bei Joe, weil er ihn in ein schlechtes Licht gedrückt hat. Und dann verfällt er in beängstigendes Schweigen. Leistungsverbesserung, klar. Ja, was kann ich dafür, dass der blöde Kollege da seine Arbeit nicht ordentlich macht? Hallo? Geht's noch? Ja, yeah, ich glaube, das Bild ist wieder eingefroren, was für uns so viel bedeutet wie... Die Folge ist leider zu Ende. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.